Verteidiger von Holstein Kiel. Du hast ja am Samstag dein Comeback gegeben nach der Verletzung. Wie gut tat das? Klar, ist immer schön, wenn man mal ein paar Minuten kriegt und wieder bei der Mannschaft ist. Ich war jetzt länger raus, war auch bei den ersten Spielen nicht im Kader, deswegen ist es schon schön, das wieder mitzuerleben. Und auch sein Beitrag dann in den letzten Minuten, den Sieg noch über die Ziellinie zu bringen, macht Bock, ja, das stimmt. Wie schwer war das, bei dieser Verletzung den Glauben nicht zu verlieren, wieder zur Mannschaft hinzustoßen zu werden? So schwer. Man weiß, dass die Vorbereitung natürlich dann ein bisschen gelaufen ist, wenn man sich am ersten Tag verletzt, dass man da ein bisschen hinten dran steht, auch von der Fitness her, aber ich bin jetzt wieder guten Mutes, ich bin wieder fit. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt wieder voll angreifen kann. Wie sehr freust du dich auf Montag? Millerntor, ausverkauftes Stadion, Flutlicht? Sehr. Millerntor ist immer geil. Und wir haben im letzten Jahr zweimal gegen Pauli gewonnen. Von daher wollen wir das dieses Jahr auch schaffen. Okay, dann vielen Dank.